Ja, Leute, willkommen zurück zu Mars Effect 3. Wir sind auf der Mars-Station, haben beim letzten Mal Liara wieder getroffen. Tsubasa ist auch noch mit am Start. Wo ist er denn schon wieder hin? Da steht er rum. Ich nenne ihn jetzt Tsubasa. Ich habe das die letzten zwei Folgen schon durchgezogen. Einige stört das bestimmt. Shepard, Entdeckung! Wir bleiben dran. Bravo-Team Hände. Sollen wir immer noch aufräumen? Ja, ein paar Wissenschaftler leisten drüben in der Fahrzeugbucht noch Widerstand. Holen wir sie uns. Kann ich denn? D halten, um in Stellung zu gehen. A halten, um in Stellung zu gehen. R, schnelles Töten. Nice. Krasser Shield. Da. Da haben wir einen. Tut. Ist da noch einer? Nein, da ist keiner mehr. Huch. Nachladen ist ja R und nicht F. Ja, also wir können uns auch an Gegner ranschleichen und sie schnell töten. Dann nutzen wir unser Universalwerkzeug, beziehungsweise diese Klinge, die daran befestigt ist. Für das ganze Schauspiel. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Die Steuerung müsste in der Nähe sein. Aha. Gegner sind offenbar keine in der Nähe. Hallöchen. Verdammt. Jemand hat das Sicherheitssystem manipuliert. Achso, wir haben ja auch Granaten. Wir haben ja auch Granaten. Muss ich doch mal ganz kurz nachgucken. Tastenzuordnung. Oder müssen wir die separat... Ach, die können wir separat ausrüsten. Die können wir separat ausrüsten und setzen sie wie ganz normale Waffe ein. Glaube ich. Oder auch nicht. Ist ja auch oft mal G oder so. Aber nö. Gleich haben wir es. Pass auf, gleich. Befehl von mir. Schnellslot heißt das. Zurück nur feste Geschütze. Festes Geschütz beenden. Naja, ist ja auch wurscht. Ich finde das nicht. Seltsam. Was ist seltsam? Mach auf! Da hinten! Was zum... Das war ich. Entschuldigung. Was sehen wir denn hier oben? Überall dasselbe. Welch tolle Überwachung, wenn man auf jedem der vier Monitore dasselbe sieht. Nein. Oh, eine Schuriken. Bewaffnung ändern. So, jetzt sehen wir das Fenster auch mal. Das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Stimmt, wir haben ja Waffen. Wir haben ja hier schon vier Waffen. Die Mantis, die Indra, die Chrysal und das Harpunengewehr. Die Indra hat eine ziemlich hohe Feuergeschwindigkeit, dafür nicht gar so viel Schaden, ist eher... Ja, geht halt so. Die Mantis gefällt mir eigentlich am besten oder gefiel mir im ersten Spieldurchlauf eigentlich als Sniper-Gewehr tatsächlich am besten. So, wir haben auch ein Sturmgewehr, aber das wollen wir nicht mitnehmen. Was wir aber wollen, nee, nicht die Schrotflinten, sondern die Maschinenpistolen. Die Schuriken haben wir gerade gefunden. Wir haben die Plasma-MP und wir haben die Bloodpack, den Bloodpack-Punisher. Aufladet, ihr seht das Gewicht, Aufladetempo der Kräfte plus 11%.
Ich möchte die mal rausnehmen. Also wir sind hier noch im Plusbereich, unsere Kräfte laden einfach schneller auf. Wenn wir hier ins Rote kommen, das heißt, wenn wir alle Waffen voll rammeln, dann ist das nicht der Fall. So. Bisschen leichter, höhere Kapazität, höhere Feuergeschwindigkeit, minimal weniger Schaden. Gef Plasma. Schaden auch sehr gering, aber hohe Präzision, hohe Kapazität, hohe Feuergeschwindigkeit. Ich nehme das Ding mal mit. Und bestätigen. Ja, hier ist alles cool. Du kannst die Predator behalten, auch das Plasma-Dings. Du hast Sturmgewehr und auch die Predator. Sturmgewehr können wir nochmal gucken, da haben wir 7 Stück. Avenger, Argus, Valkyrie. Die ist auch ziemlich cool. Bisschen schwer. War das nicht die Avenger, die 3 Salven abfeuert? Oder war das ein anderes? War das sogar die Valkyrie? Beliebtheit auf dem Schwarzmarkt, so. Ja, das Synthetikgewehr der Geth. Nee, gar nicht der Geth. Es sieht nur gethig aus. Cerberus Harrier. N7 Typhoon, Sturmgewehr Striker. War das? Ich weiß nicht, ob wir das noch finden. Auf jeden Fall gab es ein cooles Sturmgewehr, was Dreiersalven abgefeuert hat. Das fand ich ziemlich cool. Wir lassen das mal bei Kaidan, wie es ist, und sind hier fertig. So, Medikit. Ja, was wird denn? Was wird denn? Oder sollen die Granaten einfach nur Munition darstellen? Ja, das ist seltsam. Mein Gott. Dann gucke ich halt selber nach. Was hier seltsam ist. Ach, da ist ja noch was. So. Jetzt helfen wir mal. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ja, mache ich. Warte. Geht nicht. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Da Wer war ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Natürlich. Okay, dann los. Ob geht die Post? Zur äußeren Luftschleuse. Vorher trinke ich aber... Nix, weil ich nix hab. Speichern. Jetzt wird's bestimmt... Levelaufstieg. Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Na gut, dann wollen wir halt genau dahin. Was ist da hinten los? Kommando, hören Sie mich? Ja. Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Geht so. Kassa Fabrication Brustplatte. Ich glaube, er ist schon da. Ach, Quatsch. Sieht so aus. Dann wollen wir mal hier hoch. Gut, hier kommen wir anscheinend nur hier hoch. Jump! Dürfte nicht offen sein. Na toll. Sieht nicht so aus, als wäre sie gewaltsam geöffnet worden. Nein, sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Na toll.
Hallo? Yeah. Taschenlampe an. Hier ist aber zappenduster. Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, im Vakuum nur so eine Sauerstoffmaske aufzuhaben und nicht einen ganzen Helm. Kein Plan. Fällt das hier gar nicht. Datenpad untersuchen. Von Simon Watanabe. Hoi! An Cameron Harrison. Cam! Wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von ihr verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Gezeichnet Simon. Ah ja. Der Simon. Simon sagt. Kommen wir da rüber? Speicher mal. Oh, hier kommen wir hin. Ist hier irgendwas? Nö. Sieht aus wie ein Speisesaal, weil hier auch Automaten stehen mit Besteck, was irgendwie nach Nahrungsautomaten aussieht. Krups? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier was zu futtern. Da unten stehen natürlich PCs. Und irgendwie traue ich dem Braten nicht so ganz. Wenn wir jetzt hier runtergehen, gibt es bestimmt Beef. Ich erinnere mich auch hier nicht mehr an alles, weil es auch hier schon ein bisschen her ist, als ich es durchgespielt habe. Aber irgendwie sieht das nicht gut aus. Hier ist es dunkel, hier ist alles verschlossen. Die Shots, die Tür, also diese schwarzen Shots, da ist die Tür zu. Deswegen sieht es nicht gut aus. Und hier passiert bestimmt was Schreckliches. Das gibt's aber erst in der nächsten Folge. Jetzt gibt's noch Codex-Einträge. Alle, die nicht hören wollen, die können jetzt abschalten. Denen sage ich schon mal Tschüss. Und alle, die sie gerne hören möchten, die begleiten mich jetzt ins Menü. Und ins Logbuch. Und da machen wir weiter bei den Nicht-Ratsvölkern. Als die und zwar Menschen mit den Elkor. Die Elkor sind eine Citadel-Spezies und stammen von Dekuna. Einer Welt mit extrem hoher Schwerkraft. Sie sind massige Gestalten, die aus Stabilitätsgründen auf vier muskulösen Beinen stehen. Als evolutionäre Reaktion auf eine Umgebung, wo jeder Sturz tödlich sein kann, bewegen sich Elkor sehr langsam. Das hat auch ihr Verhalten und ihr Denken beeinflusst. Sie sind sehr bedächtig und zurückhaltend. Die Sprache der Elkor klingt schwerfällig und monoton. Elkor können über für Menschen nicht wahrnehmbare Gerüche, geringste Bewegungen und Infraschall kommunizieren. Gegen ihre somit für andere Spezies kaum zu registrierende emotionale Kommunikation ist ein menschliches Lächeln ein gewaltiger Gefühlsausbruch. Da es deshalb zu Missverständnissen mit anderen Spezies kommen kann, erwähnen es die Elkor extra, wenn eine Aussage sarkastisch, amüsiert oder ärgerlich klingen soll. Durch die extrem hohe Schwerkraft von Dekuna gibt es dort keine Berge. Der Großteil des Planeten besteht aus flachen Ebenen, über die die Vorfahren der heutigen Elkor in kleinen Familien gestreift sind. Auch die heutigen Elkor ziehen es vor, unter freiem Himmel zu leben. Auf langen Reisen in Raumschiffen fühlen sie sich oft eingesperrt. Gut, machen wir mal weiter mit den Volos. Die Volos sind Mitglieder der Citadel, pflegen darüber hinaus aber auch intensive Beziehungen zu den Turianern. Schon vor Jahrhunderten ließen sie sich freiwillig in die Hierarchie der Turianer integrieren, um ihre Wirtschaftsgüter gegen den militärischen Schutz der Turianer einzutauschen. Irune, die Heimatwelt der Volos,
liegt außerhalb der normalen Lebenszone ihres Sterns. Die Hochdruck-Treibhausatmosphäre dieser Welt bildet die Grundlage der dortigen Biochemie auf Ammoniakbasis. Um mit anderen Lebewesen kommunizieren zu können, müssen Volus deshalb einen Druckanzug tragen. Die Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre vieler anderer Welten ist giftig für sie. Und der geringe Luftdruck auf den meisten von anderen Spezies bewohnten Planeten bringt ihre Haut zum Platzen. Die Volus sind in Stämmen organisiert und verkaufen Grundstücke und sogar Stammesmitglieder, um ihren Reichtum zu mehren. Der daraus resultierende Kulturaustausch hat sie zu Experten in allen Wirtschaftsfragen gemacht. So waren die Volus zum Beispiel die Urheber des einheitlichen galaktischen Bankenwesens und agieren weiterhin als Überwacher und Lenker der Citadel-Ökonomie. Jo, haben wir ja im ersten Teil einen kennengelernt. Wie hieß er denn? Mir fällt der Name nicht ein. Er war doch so eingänglich, aber ich habe ihn vergessen. Dann machen wir mal weiter mit den Quarianern. Nachdem sie vor fast 300 Jahren von den Geth aus ihrem Heimatsystem vertrieben wurden, leben die meisten Quarianer heute an Bord der Migrantenflotte mit etwa 50.000 Schiffen in allen Größen. Von Passagiershuttles bis zu mobilen Raumstationen. Auf diesen Schiffen leben insgesamt rund 17 Millionen Quarianer, die mit äußerst beschränkten Ressourcen zurechtkommen müssen. Deshalb begeben sich alle Quarianer in einem bestimmten Alter auf eine sogenannte Pilgerreise. Sie verlassen die Flotte und kehren erst zurück, wenn sie etwas Wertvolles gefunden haben, das sie zur Flotte zurückbringen können. Wegen der Erschaffung der Geth und den negativen Auswirkungen ihrer Flotte beim Durchfliegen eines Systems genießen die Quarianer zumeist wenig Respekt unter den anderen Spezies. Das führte zu zahlreichen Mythen und Gerüchten über die Quarianer. Dazu zählt auch die Behauptung, dass sie unter ihrer Kleidung und den Atemmasken kybernetisch sind. Eine Mischung aus organischen und synthetischen Komponenten. Was natürlich vollkommener Blödsinn ist. Okay, dann gibt's in der nächsten Folge die Geth, die Keeper und die Groganer und dann hätten wir die Nicht-Ratsvölker abgehakt. Und dann haben wir ja nur noch 8 Millionen andere Codex-Einträge. Aber egal, ich werde das so beibehalten. Die Folgen so um die, ja sagen wir mal, 12 bis 15 Minuten halten und dann so 3 Codex-Einträge. So wird es sein. Und beim nächsten Mal geht's hier im dunklen Raum weiter und wir kriegen hier unten bestimmt ordentlich Beef. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.